Ich hab ein Düdel. Ein Düdel? Ein Düdel. Hattest du jetzt von Island eigentlich irgendwie Dödis mitgebracht, Angel? Was mitgebracht? Dödels. Was sind denn Dödels? Dödikurus. Klein, steine, klopfende Murmeln. Na, die blaue. Weiter nix, also nur die blaue. Ja, ich kann noch, wenn wir noch eine hier haben, ich weiß es nicht. Nee, frag nur, reicht dir eine? Habt ihr eigentlich auch diesen Bug, wenn ihr euch manchmal die Bäume anschaut, dass die kahl sind? Ja. Jo. Okay. Dachte es nur bei mir. Also das Laub, das so plopp drauf, weg, drauf, weg. Drehst einmal die Kamera, sind sie wieder kahl. Bei mir hört es überhaupt ab und zu komisch. Der Vogel hier, der mit den Federn, wie heißen die Argentavis? Die Violet, wem hörten die? Foxy? Okay. Angel? Und die und die Todestaube? Keine Ahnung. Ich habe nur einen einzigen Argentavis. Ich habe meine zwei, die ich haben wollte hier. Weil hier steht eine Todestaube und ja, da stehen bestimmt noch etliche Dinos rum. Ja. Aber das können wir nicht alles mitnehmen. Hier steht noch ein Hades rum. Wem gehört denn der? Keine Ahnung. Geht vielleicht doch ein Dödi hier oben. Und die Teleporter, die wir hier stehen haben, die können wir nicht nutzen da drüben, oder doch? Doch, könntest du noch von Teleporter zu Teleporter teleportieren und die einsammeln, BH-Wände willst. Wie soll denn das gehen? Wenn ich den einsammle, dann kann ich nicht wieder mit dem teleportieren. Ich habe eine Not gefunden. Also ich bin manchmal schon ein bisschen auf den Kopf gefallen, aber nicht immer. Ey, du kannst zumindest die zwei in der Base mitnehmen. Wo ist noch einer? Ich glaube, im Wasser müsste noch einer sein, oder? Stimmt. Da unten. Also mit den Weibchen muss ich züchten. Was mit deinem Tech? Mhm. So viel Leben und Damage wird das schon macht. Ich glaube, mein Checkborg hat 120.000 Leben. Und keine Ahnung, wie viel Damage. Also der hält einiges aus. Der hat ja auch die Bosse überlebt. Also den Overseer. Oh, die Rexe haben hier viel Blödsinn gesammelt. Was mit den Rexen? Rex haben hier viel Blödsinn angesammelt. Durch irgendwas habe ich Polymer und drei schwarze Perlen gekriegt. Schwarze Perlen, gut. Da haben wir das Problem schon mal. Wo kriegen wir die her? Ich habe keine Ahnung, was ich dazu gefunden habe. Müssen wir mal testen, vielleicht, dass diese korrupten Gigas oder irgend sowas so seltenere Rohstoffe droppen. Das kann sein, ich habe Spinus und Rexe zerbissen. Ich habe das letzte Mal, als ich mit meinem Dings unterwegs war, Spinus gekillt mit dem Petri. Und da hatte ich auch diese Herzen bekommen. Wenn du dann vielleicht einen Giga killst, kriegst du noch selteneres Zeug. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist ja draus, ich traue mich kein Giga töten. Ja, noch nicht. Lass uns erstmal ein bisschen aufbauen und dann gehen wir mal mit zwei, drei stärkeren Rexen und Gedöns da in die Drachenschlucht und dann machen wir da mal Rambazamba. Vielleicht droppen das auch nur die Drachen, kann auch sein. Wir müssen uns auch eine Gigazucht hier aufbauen. Jack, bist du wieder in der Hauptbase oder noch bei dir? Ich bin zwischen beiden. Ja, weil ich gleich so weit bin, wird dann zurückkommen, dass er dieses komische Ding dann auf der Was? Hauptbase dann aufstellt, dass ich es runterladen kann, alles. Steht schon wieder. Okay. Haben wir ein Tier, was wirklich viel tragen kann aktuell da?
Na, wir haben etliche Revenger, die halbieren doch das Gewicht. Mhm. Wegen diesen Eisen eingeschmolzen, der hier mal 5000 Stacks. Ja, dann nimm einfach alle Revenger. Hau die voll. Die halbieren das, glaube ich, alles komplett. Jo. Und ansonsten kannst du noch sowas wie ein Biber oder die Ratten nehmen. Die halbieren zumindest das Holz. Hm. Ja, Holz habe ich nicht. Mach ja auf zu kacken. Warum? Ist ja schön, wenn man sich erleuchtet. Hm. Aber nicht alle 5 Schritte. Irgendwann ist mal gut. Muss doch mal leer sein, du kleines Ding. Bist nicht groß. Da passt nicht viel rein. Was glaubst du? Ne, ist zwar rund, aber ja, irgendwann ist voll. Leer. Kann nichts mehr. Geht nicht mehr. So, ich gucke jetzt nochmal rein. Ist hier jetzt irgendwas drin, was wir noch hier brauchen könnten? Ich befürchte irgendwie, ich überdimensioniere meine Base gerade wieder ein bisschen. Typisch. So 50 Fundamente breit ist er gerade. Du betreibst es gern. Hier ist Platz. Hier kann ich bauen. So eine schöne freie Fläche gerade hat man selten. Muss man nutzen. Sturmgewehr brauchen wir die nicht, Jack. Wenn sie gut sind, können sie mitbringen. 386, ja, und 169. 169, das kannst du auf jeden Fall vergessen. 386? Naja. Zum Frösche beschießen geht's, aber ansonsten für einen Boss würde ich es nicht nehmen. Das waren, glaube ich, die halt, die nicht so gut geworden sind, deswegen liegen sie da noch rum. Weil meins hat allein 600%. Nur mal im Vergleich. So, die Perlen werde ich noch alle rausnehmen und dann komme ich wieder rüber. Okay. Bis dahin habe ich vielleicht mein Fundament stehen. Na? Boah. 85 neue Fundamente laufen noch. Das dauert noch ein bisschen. Ja, hier oben ist richtig schön Platz. Dann verlege ich halt den größten Teil meiner Base nach innen. Muss ich ja da nichts draußen hinstellen. Da stehen die Rechse halt auch mal unter Dach. Dann muss ich es noch 50 Wände hoch machen, dann geht das schon. Naja, so viele brauchst du nicht hoch. Ja. Dann baue ich hier den Jackson-Turm. Nur schade, dass ich nicht weiter nach vorne bauen kann, Richtung dem Wasserfall. Die Felsen kann man nicht wegmachen. Achso. Das schaut ein bisschen doof aus. Man muss sich da eine Treppe nach oben bauen, muss es höher bauen, muss es mit Stützeln bauen. Ach, es wird schon irgendwie. Du machst das schon. Du übertrumpfst mich mal wieder bestimmt. Ich dachte, ich setze jetzt 3 Fundamente und du baust weiter? Nee. Du bist doch fürs Bauen zuständig. Du hast jetzt irgendwie den Fehler nicht verstanden. Nein. Verdammt. Er wollte mal wieder versuchen. Tüchtig, ja. Was machen wir zwei denn da jetzt? Wen hast du da? Steine kloppen. Mit wem sprichst du da gerade? Mit dem Dödel. Achso. Ist auch einer der ersten Dinos, die wir auf Aberration damals gezähmt haben. Und der lebt auch noch.
Naja, ist doch gut so. Ja, wundert mich nur ein bisschen. Bei unserem manchmaligen kleinen Dino-Verschleiß. Sag ja hoppalas. Mhm. Hoppala, wieder Pippte. Hoppala. Bist fies. Hoppala. Und wieder einer. Wie viele waren es? Drei? Bis jetzt? Glaub. Mindestens. Also wenn man die mitrechnet, die beim Zähmen gestorben sind, waren es glaube ich mehr. Hm. Passiert. Hm. Opfer müssen gebracht werden. Genau. Elf Foundations noch. Bitteschön machen. Danke. Wenn die so, schon gesetzt werden. Mensch, du setzt doch gern Foundations, oder? Nein. Nicht? Ich dachte. Warum denn nicht? Das macht viel Spaß. Ja, dann mach. Na, dann mach. Dann setzt du doch selber. Dann mach. Dann mach halt. Ich wollte halt nur, dass du auch ein bisschen Spaß hast hier im Spiel und so. Ja, ja, das habe ich die ganze Zeit. Pausenlos mit euch. Foxy, willst du es mal testen hier mit Foundation Sets? Nö. Das macht Spaß. Mhm. Ist aber beschäftigt. Nee. Was denn? Warum müssen die Perlen so schwer sein? Weil ist so. Mhm. Puh, schon wieder leer. Wir gerade einen Verschleiß. Ich sammle schon die Steine, die noch rumliegen, auf. Du hast ja Langeweile. Nee, ich habe keine Steine mehr hier. Oh, da sind noch welche. Alles weggefarmt. Lass bloß die Steine in meiner Nähe in Ruhe. Hm. Wo baust du denn? Du weißt das. Stimmt. Die kommen mal mit. Lass die Steine. Welche? Steine? Hast du Steine gesagt? Ich habe keine gesehen. So, Jack, du hast gesagt, der Teil steht wieder? Jo. Na, Hauptbiss? Gut. Aber das brauchst du zum Rüberporten nicht. Zum Rüberporten brauchst du ein Bett. Ja. Ich bringe jetzt nochmal 4700 Watt zerquetschte Perlen mit. Okay, Mini. Brauchen wir noch irgendeine Kreatur, irgendein Tierchen? Fällt euch noch was ein? Hamster im Laufrad? Oder irgend sowas? Also ich hätte gern eine Wiffern. Bringst du eine Wiffern mit? Nee, haben wir hier nicht. Langweilig. Du hast gefragt, was ich haben möchte. Also, ne Wiffer. Ich will ne Wiffer. Ich hoffe ja, die kann man hier wirklich zähmen. Also, ausbrüten oder so. Aber ich glaube schon fast nicht. Na, mal schön. Ich glaube auch nicht, dass wir die Rock Drakes hier brüten können. Aber es wäre auch cool. Hm? Genauso die Reaper. Gibt's ja hier auch. Ich hab noch gar gesehen. Noch zwei Stück das letzte Mal. Zwei Reaper Kings. Aber keine Queen, also muss man Kings. Und die könnte man dann ja auch nicht groß ziehen. Dann müssten wir Nameless auch noch finden. Stimmt. Nee, lass mal. Lieber nicht. Ich mag keine Nameless schon wieder. Nee. Naja, war schon lustig auf der Map. Mhm. Ich fand die cool. Mhm.